Leute, jetzt können wir gerade das Medipack verbrauchen. Den hatte ich mal früher gespielt, als ich noch jünger war. Also vorgestern oder so. Und ich erinnere mich dran. Verfolgt er uns jetzt? Ich höre den schon wieder tappeln. Ich erinnere mich daran. Das erste, das war damals eine Demo-Version, die ich hatte. Und ich konnte mich noch, ich kann mich genau dran erinnern. Ah, ist das schön. Also, aha, da werden Erinnerungen wach. Das ist cool. So, was müssen wir jetzt hier machen? Müssen wir da drücken oder was? Dann müssen wir hier vielleicht schwimmen. Ich habe keine Ahnung. Ist auch schon ein bisschen länger her. Oh, da können wir rein. Da ist was. Boot mit einem Schalter. Ah, das öffnet etwas. Und hier haben wir einen Schlüssel. Aha. Den Schlüssel, den müssen wir uns holen. Ist klar. Aber ist hier noch was? Nö, hier ist nix. Verfolgt uns der Typ jetzt eigentlich auf den Dächern? Das wäre jetzt natürlich mal interessant. Jedenfalls war das damals eine Demo-Version, die ich gespielt habe. Kann ich mich noch genau dran erinnern. Und ich hatte damals so Schiss vor den Hunden, weil, naja, wie soll ich sagen, da ist man jünger natürlich. Ich muss gerade, Moment, gerade mal die Kopfhörer richtig setzen. So. Ist man natürlich jünger und hat Angst und was soll das und. Jetzt müssen wir uns zu wehren. Oh, mit einem Rums fällt die Klappe auf. Das kennen wir auch schon. Ja. Hier können wir hoch. So, einmal bitte nach rechts oder nach links. Mir egal, wie du willst. Dann würde ich sagen nach rechts, wenn das dir besser gefällt. Jeder so, wie er das braucht. Noch ein Schalter. Aha, was passiert jetzt? Wahrscheinlich die nächste Falltür. Jawohl, so ist es. Diese wird sich schließen. Das heißt, wir können nicht mehr zurück. Das ist natürlich auch charmant. Oh, oh, jetzt kommen wir langsam auf das Level von dem Typen auf dem Balkon. Was ist denn da oben? Können wir das... Nee, können wir das sehen? Nee, können wir nicht. Ich würde mir vorschlagen... Da will sie nicht. Will sie vielleicht so? Ja, so möchte sie. Sehen wir den jetzt? Nö, den sehen wir nicht. Da hinten läuft er. Was ist denn das für einer? Was hat der für eine Maske auf? Von Idiot. Also ich muss nochmal, um das zu erwähnen, das Spiel ist von 1997. Das ist was, also ich finde das fantastisch, was die damals schon... Ja, erstmal Randale machen in Venedig, das ist natürlich toll. Oh, die Musik. Schön. Ah, diese Tür haben wir geöffnet. Also ich... Du kleiner Hosenscheißer, ich hab dich genau gesehen. Also ich, das ist schon fantastisch, was damals... Was damals möglich war. Ist gerade... Hä? Wo sind wir hier? Da können wir eine Maske einsetzen. Die Musik ist so laut schon wieder. Was damals... Ja, der Hund liegt wieder schön in der Treppe. Was damals möglich war, also das ist... Unglaublich. Können wir jetzt von hier... Du Jockel! Wo haben wir gespeichert? Haben wir überhaupt gespeichert? Oh, wir haben gespeichert. Sehr gut. Ich, ja, sagte, stirbt du Jockel und stirbt selber. Sehr schön. Den holen wir uns. Wir haben diese technischen Möglichkeiten von damals vollkommen ausgereizt. Wir spielen nämlich in Full HD Auflösung Premiere. Das erste Mal, dass ich dies tue. Bin gespannt, wie es ankommt, wie es nachher auf YouTube aussehen wird. Ob das genauso rüberkommt, wie ich es jetzt gerade vor mir sehe. Das werden wir sehen. So, was hat der junge Mann bei sich? Hat der überhaupt was bei sich? Ist der überhaupt was irgendwas zu gebrauchen? Oder ist das nur, weiß ich nicht. Er hat was, okay.
Ein Schlüssel. Das ist ja hochinteressant. Spring bitte, Lara. Sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt mal zum Bootshaus zurück. Oder? Sag mal, ist der wieder gespawnt? Oh, wie gemein. Naja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir gehen jetzt mal darüber. Da haben wir, glaube ich, noch einen Schalter übersehen beim letzten Mal. Beim ersten Mal. Ja, immer Öl. Eine weitere Tür öffnet sich. Ich weiß auch jetzt schon vom Kopf raus, wie dieses Level endet, weil das war immer das Ärgerlichste. Das hat man, diese Demo-Version damals war nur dieses eine Level Venedig. Das hat man so oft gespielt und ja, irgendwann konnte man das Level auswendig. So, können wir darüber springen? Das wäre mal jetzt die nächste Frage. Ich speichere mal nochmal, bevor ihr wieder was sehen müsst, was ihr nicht sehen wollt. Nämlich, wie ich das ganze Level wieder von vorne spiele. Nee, oder? Ich probiere es nochmal. Ich glaube, ich war einen Schritt zu früh abgesprungen. Ja. Das war nix. Wir müssen irgendwie da links rüber. Da. Wie kommen wir da drauf? Oder kann ich von da hinten... Ich probiere mal was. Vielleicht kann ich auch von da hinten die Fenster kaputt schießen. Das probiere ich mal zuerst, bevor ich jetzt nochmal 20 Sprünge tätige und nichts dabei passiert. Weil, ich meine, wir sind in Venedig, wir können erstmal Randale schieben, das ist gar kein Problem. Ziehst du mal die Waffen. Nee, Fenster, ja. Schusssicheres Glas, da passiert überhaupt nichts. Das ist nur Munitionverschwendung, ist schlecht für unsere Statistik. Vielleicht können wir das Fenster zerdeppern. Ja. Das können wir jetzt zerdeppern. Das ist schon mal gut. Ach, habe ich es doch gewusst. So funktioniert das hier. Wieder spannende Musik. Schrittchen zurück, dass wir ein bisschen mehr Anlauf haben. So. Abspringen. Und rüber. Sehr schön. Was haben wir hier? Ein Hebel, glaube ich. Da war es schon wieder. Das Charakteristische. Hat sich wieder eine Tür aufgetan. Wir können jetzt ins Wasser springen. Ich wollte sagen, wir können ins Wasser springen. Jetzt probieren wir mal etwas. Nee. Sie hat doch eben so eine komische Rolle gemacht. Wir haben ja... Und schon hat die Musik aufgekommen, sind wir unter Wasser. Wir haben jetzt den Schlüssel und den würde ich sagen, setzen wir hier mal ein. So. Den Bootshausschlüssel. Ich höre irgendwas. Sollen wir jetzt mit dem Boot fahren? Oder sollen wir nicht mit dem Boot fahren? Was hat sich das Spiel noch für uns ausgedacht? Oh, da ist schon wieder so ein komischer Typ. Komm schon. Komm schon, Junge. Mist. Wir sind da runtergefallen. Den Steg. Aber das macht nichts. Wir können da wieder hoch. Komm schon. Haben die alle so eine eiserne Maske auf? Wenn wir den erledigt haben, gucken wir uns den mal genauer an. Die setzen uns ganz schön zu. Das ist ja der Wahnsinn. Was bekommen wir von dem? Oh nö. Also das heißt, oh nö, wie cool. Wir werden hier... Ja, und schon hat die Musik wieder auf. Automatische Pistolen. Also dafür war auch die Munition, die wir gefunden haben im ersten Level bei den Stacheln. Wir werden hier zugeschüttet mit Waffen. Was ist da los? Was... Erst der Granatwerfer, jetzt die automatischen Waffen. Gut, wir haben jetzt keine, wir haben nicht mehr viel Energie. Können wir nochmal so ein kleines Medipack nehmen. Aber wir fahren jetzt mal Boot. Wie ging denn das nochmal? Da konnte man da diese Rolle. Oh,
Oh, die Musik, ey, das ist der... Alter, was ein Boot. Ey, die Musik, das ist der Wahnsinn. Hallo, Musik. Wie kommen wir eigentlich wieder hier raus? Escape? Nö. Wir können zurückfahren. Aber was ist mit... Hä? Ich fahr mal wieder da lang. Ist da hinten? Na, geh weg. Hinten ist noch zu. Wie können wir eigentlich aussteigen? Springen? Waffe ziehen? Hä? Wie kann man aussteigen? Ich möchte gerne aussteigen. Hallo? Warte, ich speichere mal hier ab. Dann probieren wir mal das aus. Das kann doch nicht sein. Wieso können wir nicht aussteigen? Was soll der Kack? Wie geht aussteigen? Leertaste? Muss ich mal kurz in den Controls gucken, wie das funktioniert. Vielleicht kann man das da sehen. Controls. Wir könnten noch Rolle probieren. Gucken. Run back. Flare Space. Vielleicht ist es Rolle. Nee, Rolle ist es auch nicht. Hä, wie kommen wir aus dem Boot wieder raus? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Gehen ist Schiff. Das habe ich auch schon probiert. Alt, Steuerung, Space, Inventory, Escape. Flare. Vielleicht ist es Flare. Ich möchte aber jetzt keine Flare vergeuden. Probieren wir mal das. Das wäre dann hier. Nee. Oder ist da? Hm. Ah, okay. Da war die Flare. Ah, hier will ich nämlich rein. Aber wie komme ich da rein? Lara, bitte steig doch aus dem Boot. Wie geht das? Ich drücke gerade ein paar Tasten. Enter funktioniert auch nicht. Zurück. Hä? Die Flare ist gleich zu Ende. Aber ich habe ja gespeichert, das macht nichts. Jetzt weiß ich aber mal, wo man eine Flare benutzt. Wieso kann ich nicht aussteigen? So, ich halte an. Was ist denn, wenn ich da... wenn ich da voll dagegen fahre? Nix wahrscheinlich. Nee, aber ich möchte da rein. Hallo? Nö, ich habe keine Ahnung, wie man aussteigt. Also, das ist mir jetzt ein Rätsel. Finde ich ein bisschen komisch. Ich guck mal nochmal. Sehen. Nein. So. Wie steigt man aus? Da hinten ist... Nein, seht ihr, das ist nämlich ein Geheimnis. Ah, da kann man auch... Kann man auch... Ah, die Flare verabschiedet sich. Das ist eine gute Frage. Wie steige ich hier aus? Nee, so nicht. Wisst ihr was? Ich möchte euch nicht länger langweilen. Ich probiere das aus. Ich will unbedingt da aussteigen. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss! Ja, hallo, da sind wir auch schon wieder zurück zu Tomb Raider 2. Tja, dumm wie ich bin, habe ich es mal wieder verpeilt. Ich habe ja letztes Mal ewig lang rumgesucht. Wie kommen wir jetzt aus dem Boot raus? Ich hatte keine Ahnung, ich bin so blöd. Dabei ist es ganz einfach, man muss einfach nur springen und die Richtungstaste. Und schon verlässt sie das Boot. Ja, das war schlau wie immer. Und ich bin eigentlich nur ausgestiegen, weil da ich noch etwas gesehen habe. Ist da was? Guck mal da. Im Dunkeln kann man es schon sehen, aber ich möchte euch nochmal... hier ist falsch. Controls wollte ich euch zeigen. Wie ging nochmal... die Flare, genau. Die Flare war hier. War das hier? Okay. Und da können wir hier... Guck mal da. Aha. Ein Geheimnis haben wir bekommen. Aha. Und noch mehr Flares. Was ist da unten? Ne, da fallen wir besser. Ja. Okay, wir fahren lieber mal wieder Boot. Oh, die hält sogar die Flare unter Wasser. Das sehen wir auch was. Das ist sehr schön. Ja, Freunde, es ist... Wechsel mal kurz das Thema.
Es ist die erste Aufnahme nach Berlin. Ich war vergangene Woche in Berlin und ja, was soll ich sagen, es war toll. Also ich war da zum ARD Digital Camp, einige von euch wissen es, ich habe es auch bei Facebook gepostet und das war eine Erfahrung, also mein lieber Mann, das war wow, also konnte man echt, ich werde nachher später noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob da noch was in dem Becken liegt. Erstmal nochmal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, das ist schon ewig her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ist da unten irgendwas? Ah, guck mal da. Da ist noch, was soll das eigentlich sein? Ich glaube, das sind Drachen, oder? Keine Musik diesmal, okay. Das heißt, wir tauchen wieder zurück ins Boot. Also ich wurde eingeladen. Ja, spannende Musik. Ich wurde eingeladen von einem bekannten lokalen Radiosender hier und durfte dann 3 Tage nach Berlin fahren. Mit Hotel, mit Essen, allem Pipapo und durfte da an dem ARD Digital Camp dran teilnehmen. Was ist hier? Huch. Und durfte mich da über die Zukunft des Arbeitens austauschen. Also das hatte ich auch, glaube ich, geschrieben in dem Post, bin mir nicht mehr sicher. So, bleib mal stehen hier kurz. Jetzt mal umgucken, was wollen wir hier machen. Da ist man mal aussteigen, am besten hier, oder? Geht das auf? Nö, ist noch zu. Ich weiß gar nicht, wo wir hinkommen. Jetzt bin ich schon wieder von meiner Geschichte abgekommen, aber egal, die erzähle ich euch gleich. Weiter. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Da ist noch ein dunkles. Oh, da ist nur eine Ratte. Flair anmachen, dass wir auch was sehen. Steigen wir kurz mal nochmal aus. Ja, und da waren wir da einen Tag lang, konnten uns austauschen, Entschuldigung, mit Vertretern von Politik, von Wirtschaft, konnten da dann die blöden Viecher da erledigen und konnten da dann, was ist da oben? Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Jetzt haben wir natürlich die Flair verloren, aber das macht nichts, wir haben ja noch ein paar. Konnten da dann mit denen drüber diskutieren, wie die Arbeit in der Zukunft aussehen wird. Also, was sich die Jugendlichen so vorstellen. Das waren ungefähr so Leute wie ich, ungefähr in dem Alter, aus unterschiedlichen Branchen. Und ja, so ungefähr, also warum, wie wir uns das vorstellen, wie die Digitalisierung, die Arbeit, was das bedeutet für uns. Und ja, also es war super interessant. Sehr viele nette Leute kennengelernt. Ah, okay. Ah, das ist der Durchgang, okay. Und das Besondere ist, oder das Besondere war, das wusste ich gar nicht. Da war ein größerer YouTuber, der SK, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat da auch seinen Kanal so ein bisschen vorgestellt und hat auch erzählt, so was das Leben eines YouTubers ist. Und das war super interessant, weil der hat wirklich so ein bisschen mal das Klischee, was da eigentlich so bei YouTubern oder über YouTuber immer herrscht, ja, von wegen YouTube ist keine Arbeit und so weiter. Das hat er mal ein bisschen aufgeräumt, das fand ich super interessant. Hat sich euch viel Zeit genommen dann. Ich habe nachher noch ein bisschen länger mich mit ihm unterhalten. Und lieber SK, falls du mal reinschaust, wenn du zuschaust, vielen, vielen... Oh, Moment. Diese Ratte muss ich erst erledigen, bevor ich dich grüßen kann. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Also, es war echt super. Wie gesagt, vielen Dank. Und ja, wie gesagt, er hat ein bisschen vorgestellt. Und ich kletter gerade mal hier hoch. Und hatte wirklich eine super Zeit. Also, das war ein tolles Erlebnis. Hier, das sieht aus wie eine Schleuse. Da unten ist der Hebel. Ich weiß nicht gar nicht, ob wir da rankommen. Haben wir jetzt eigentlich? Haben wir alles? Was ist denn, wenn... Kann ich da reinspringen? Kann ich? Okay. Ja, also Berlin war echt klasse. Also würde ich auf jeden Fall wieder machen. Nochmal vielen Dank auch an den lokalen Radiosender, falls er mal reinguckt. Komme ich jetzt wieder raus, ja. Hat sich echt gelohnt auf jeden Fall und das war total klasse, also fand ich echt super. Da ist der Hebel. Ah, vielleicht können wir... Stimme. Vielleicht können wir da hoch. Vielleicht da mal schießen. Ah ja. Oh. Alter. Bist du tot? So. Alter, mit dem hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Blöd, Mann. Der hat irgendwas fallen gelassen.
Nehmen wir uns mit. Gucken wir mal gleich, was das ist. Aha. Moment, ja. Wahrscheinlich irgendwelche Munition, Automatic Pistols, Grenade Launcher. 16 Flares haben wir noch, ist nicht mehr so viel. Ein Medipack, okay, sie halten uns sehr knapp mit dem Medipack, aber können gerade noch eine Flare anzünden, gucken, was da hinten in der Ecke ist.